Hallo und willkommen zurück zu einer neuen Folge Elite Dangerous. Es freut mich, dass du eingeschaltet hast und ich hoffe, dass die Folge cool wird und ich dich gut unterhalten kann. Naja, der Popschutz, den ich bestellt hatte, ist jetzt da. Ich hoffe, man hört das so ein bisschen. In der Probeaufnahme fand ich, der Klang, meine Aussprache war viel deutlicher. Ich habe die Lautstärke vom Spiel ein bisschen runtergestellt. Und hoffe, dass das dann jetzt besser klingt. Ich bin gereist in ein anderes System. Ich weiß gar nicht mehr so genau warum. Auf jeden Fall im Bus, wo auch immer das ist. War ein bisschen rumgespringe. Und ich wollte mich beim Imperium einschleimen, aber die haben hier nichts. Haben die überhaupt irgendwas? Kampfoperation Transport. Ja, dann machen wir die mal. Ah, lass mich raus. Ja, beim Imperium, weil Imperium sagt mir irgendwie einfach mehr zu als Föderation. So eine persönliche Grundeinstellung. Irgendwie, weil ich einfach auch das Imperium bei Star Wars und so fand ich das auch immer viel cooler. Und deswegen wollte ich da mal ein bisschen Ruf haben, weil der war noch gar nicht, glaube ich. Also gar nichts. Habe ich anscheinend in meiner ganzen Elite-Karriere noch nie irgendwas fürs Imperium gemacht. Ja, wie schon. Warum ruckelt das denn jetzt hier? Ist ja crazy. Ah, ich glaube, ich weiß warum. Ich hatte das ja heute testweise mal auf Ultra gestellt. Ja. Erfahrungsgemäß ist zwischen Ultra und Hoch in den meisten Spielen fast kein Unterschied zu erkennen. So ist das, das noch zeitsortiert, ne? Ja. Wollt ihr mal nach Entfernung gucken? Das wäre dann dieser hier, wäre der erste. Und dann machen wir das mal, ein bisschen Ruf haben. Beobachte mal so ein bisschen den Videoencoder nebenbei, damit das Bild auch ordentlich bleibt. Alles klar, Kumpel. Dem schon mal so eine Testaufnahme gemacht, das ging aber voll in die Hose. Auch der Einsatz, ich bin dann mit meinem Buggy explodiert, das ist mir auch noch nie passiert. UGP 92. Wie war denn das für euch so? Wie war denn für euch die Woche? Mein Gott. Man achte oben auf die Uhr, es ist schon spät. Ich mache die eine Folge jetzt heute Abend noch, damit ich die morgen senden kann, weil ich glaube, für morgen hatte ich keine mehr vorbereitet. Morgen ist Samstag und am Wochenende kommen ja eigentlich immer zwei Folgen. Deswegen mache ich das jetzt noch schnell. Und ich hoffe, dass ich dann am Morgenabend noch eine machen kann für Sonntag. Und Sonntag habe ich, glaube ich, was mehr Zeit zum Aufnehmen. Ich müsste zwar eigentlich wieder lernen, aber ich habe eigentlich null Bock mehr. Nach zwei Wochen, dann habe ich den Quatsch endlich hinter mir. Zumindest diese Klausurphase. Dann kommen irgendwann noch die Abschlussprüfungen und dann ist das Thema auch gegessen. Aber darüber wollen wir jetzt hier gar nicht reden. Ich muss da eh immer schon viel zu viel dran denken. Habe ich schon erwähnt, dass der Popschutz da ist? Ich glaube ganz am Anfang der Folge, ne? So. Scannen.
tanken. So. Das wäre dann, glaube ich, dieser Planet. Ach ja, nur 1400 Lichtsekunden. Sind wir ja ratzifatzi eigentlich. Aber ich habe das Gefühl, dass das Mikrofon jetzt durch diesen Popschutz empfindlicher gegenüber Außengeräuschen geworden. Kann sein, dass ich mir das auch nur einbilde. Aber ihr hört ja jetzt zum Beispiel das Klacken einer E-Zigarette. Ich glaube, das hat man vorher nicht gehört. Oh ne, ne, nicht schon wieder, nicht schon wieder, nicht schon wieder. Das ist dieses Geräusch, wenn man hört, dass der so beschleunigt, obwohl er auf irgendwas zurast. Kann ich irgendwo das sehen? Ich habe auf dem Weg hierhin, genau, habe ich ein bisschen Kohle gemacht, ne? Bin jetzt wieder bei 24 Millionen. Da war zufälligerweise ein Planet in dem System, wo ich durchgekommen bin. Da gab es drei. Du ahnst es nicht. Was ist denn hier? Junge. Da gab es einen Planeten mit, ich glaube, drei oder vier biologischen Sachen. Da habe ich dann kurz angehalten, habe alles schnell eingesammelt und das gab dann, ich glaube, ziemlich. Alles so geologisch, ne? Von da sind wir auf dem Weg hin. Gibt es irgendwie nichts Biologisches? Boah, langsam, langsam. Ich habe diese Woche den Frontier Newsletter bekommen. War dann per E-Mail und war dann voller Hoffnung, dass vielleicht irgendwas bei Elite drin steht, aber Pustekuchen, da war nix. Leider. Ich weiß nicht, ob die das Spiel nicht mehr so. Was? Wo ist es hin? Bin ich vorbei? Ich meine, das hat jetzt bald 10 Jahre. Jetzt glaube ich bald auf dem Puckel. Moment. Also ich habe anscheinend mehrere Sachen hier in dem System. Ja, guten Morgen, ne? Langer Tag und so. Wo war ich stehen geblieben? Ich hatte jetzt 10 Jahre auf dem Buckel. Und ich weiß nicht, ob die da noch Pläne für haben. Die haben ja die Unterstützung für die Konsolen, haben sie ja wohl eingestellt, habe ich jetzt gelesen. Ich meine, das, da habe ich nie drauf geachtet, weil ich das nie auf der Konsole gespielt habe. Ich finde, das ist auch irgendwie kein Konsolenspiel. Aber gut. Ich hoffe mal nicht, dass das jetzt irgendwie, dass es da nicht mehr weitergeht, ne? Also, weil halt immer so wenig. Könnt ihr noch so coole DLCs da machen? Oder das, was da ist, halt noch erweitern, ne? Ich weiß ja nicht, auf welchem Universum das aufbaut. Ist da auch so eine Lore gibt. Aber ich könnte mir vorstellen, dass es bestimmt sowas gibt. Aber man könnte ja noch eine andere Spezies oder so einbauen. Außer diese Targui. Wow, wow, wow.
Das jetzt im Dunkeln oder? War schwer zu erkennen. So, jetzt haben wir 40. Also den Winkel meine ich. Nicht ganz. Das ist eine Station. Musst du eigentlich locker bis unten durchsegeln können? Warum? Denn? Das ist doch eine Station, oder nicht? Aber die haben mich auch nicht angefunkt. Oder ist das ein Schiff? Wir kennen es nicht. Kommt ihr denn schon eins gerade rein, oder was? Ja, dann parke ich halt daneben. Warum? Habe ich da jetzt nicht auf die Bedrohung geachtet? Will ich da jetzt reinschleichen? Vielleicht hier so. Das ist. Moment. Stufe 0. Oder darf man da nicht einfach so in der Nähe landen? Von Stationen mögen die das nicht. Weiß ich mehr. Ich habe immer noch nicht die Taste fürs Runter. Mal gucken, was jetzt passiert. Ja. Lande ich halt hier. Das. Ich glaube, das ist der Kampfanzug, der ist ganz praktisch. Als es dann jetzt doch heiß und wild wird. So. Gegenstand abholen von Daniel Conley. Oh, Rudi wieder weg. Hallo? Die Waffen wegstecken ist nicht nochmal dieselbe Zahl drücken, aber Waffen rausholen, Geräte rausholen ist dieselbe Nummer. Crazy. Machen wir meine Funds an. Moment, Kommandant. Lassen Sie mich nur einen kurzen Scan durchführen. Mach das. Alles klar. Keine Kopfgelder registriert. Das stimmt ja auch nicht so ganz, ne? Aber. Ja, ja. Stimme. Bewegung. Das ist, ach, das ist ein Geschütz, okay. Container 6. Ah, es ist illegal, okay. Brauchen Sie etwas? Ja, ich suche Daniel Conley. Conley. Suche ein Terminal, Freunde. Also, Kampfdrohnen. Stimmt, hier in der Nähe vom Landeport ist eins. Da, wo wir nicht hin durften. 94%, ja. So. Forschung. Mitarbeiterlist.
Dich brauche ich. Habt ihr irgendwas vom Imperium? Das ist nicht Imperium, oder? Ich kann mir das Symbol nie merken. Steht das irgendwo dran? Ergo. Ich glaube, dieser Vogel war nicht Imperium. Müsst ihr mir mal so einen Spickzettel ausdrucken, den hier nebenlegen und so ein paar Sachen dann immer darauf notieren. Markiert doch. Der. Warte, ich glaube, ich muss jetzt gleich niesen, aber ich hoffe nicht. Das Video am Anfang geruckelt hat, dann weiß ich auch nicht. Manchmal habe ich das Gefühl, dieser Encoder, der braucht immer einen Moment, um warm zu werden. Haben Sie wegen der Lieferung? Sie? Ja, natürlich. Viel Erfolg. Wie kann der denn? Warum kommen Sie so nah? Weil du keinen Helm an hast. Ja, gut. Der braucht keinen. Ach, my pleasure. Gehen Sie weiter. Mhm. Ich hab gesagt, war coole Mechanik, ne? Ich finde das cool, dieses, dass man dann auch stehen bleiben muss. Das ist Eis, oder? Ich liebe Eisplaneten. Und das Schiff sieht so cool aus. Und das abends im Dunkeln leuchtet. Kommt wahrscheinlich wieder ein NPC-Schiff. Das ist ein Hauler, oder? So ein Transporter. Oh, gehen wir mal an Bord. Schauen wir mal, ui, wo die anderen sind. Also die anderen Aufträge. Den hätten wir ja erledigt. Der nächste blaue. Der hier. So, bitte einmal abheben, Scotty. Und ab geht die Lotsi. Müsste doch so ein Radioplayer geben, das wäre cool. Also so ein Elite-Radiosender. Ich weiß, dass man sich hier die Nachrichten ansagen lassen kann. Aber ja, das ist halt einfach von so einem Roboter vorgelesen. Ich freue mich immer über die Kommentare von Schnitzel. Ich hoffe, das war jetzt der richtige Name. Sonst müsste ich nochmal nachgucken. Also ich sehe nur Leute, die online sind, okay. Wenn du das hier siehst, wovon ich ausgehe, ich habe deine letzten Kommentare nicht ignoriert. Wie gesagt, ich habe ja auch reagiert, aber noch nicht geantwortet. Das mache ich aber noch. Weil die Woche war echt wieder ein bisschen lang immer und ein bisschen viel zu tun. Aber ich komme dann noch drauf zurück. Ich glaube, du hattest ja geschrieben, ich bräuchte einen besseren Energieverteiler, ne? Wir können mal gucken, was das hier für ein System ist. Es ist Förderung Hightech. Hightech, ja, das ist ja immer nicht schlecht. Gibt es denn hier größere Stationen nicht, ne? Planetenhafen. Ja, da gibt es so eine Größe, haben die eine Werft. Warenauftrag reparieren, Tuning, Machtkontakt, Dienste, Verkäufer, Frontline Solution, Genomics.
Harzlack-Lackiererei. Ich denke mal, da ist eine Werft. Oh, sorry. Da werden wir vielleicht mal anhalten. Vielleicht gibt es da den besseren Energieverteiler. Ich kann das mal gerade noch mit meinem Handy, glaube ich, checken. Ob das denn so war mit dem Energieverteiler. Und wäre mal cool, wenn mal einer schreibt, ob das jetzt besser ist mit dem neuen Popschutz. Also hier. Was über die Rabatte. Mein Account müsste seit der Beta aktiv sein. Sei schon mal gesagt. Ich gebe da schon mal ein Herz für. Muss ein bisschen so im Augenwinkel beobachten, dass wir da nicht zu schnell werden. Antwortete Kommentare. Einen besseren Energieverteiler kaufen, am besten 7A. Ja, die verstehen das jetzt mit der 7, also das. Ich dachte immer, das wäre die Größe, die Zahl. Okay, dann steht da was zu den Rohstoffen, zu den Sachen, die man an der Bar verkaufen kann. Also bin ich da richtig der Annahme gegangen, dass man die erstmal besser sammelt, diese ganzen Sachen, die man an der Bar verkloppen kann, als die da zu veräußern. Ich meine, die bringen ja auch nur 10.000, das ist ja eigentlich Peanuts, ne? Die Rohstoffe braucht man, die auf Planeten sind, für Schiffserweiterung. So habe ich es zumindest verstanden. Aber da ist ja noch Zukunftsmusik hier. Energieverteiler, ja. Ja, das wäre ja was. Wir den jetzt scannen. ...41 Himmelskörper, das ist schon heftig, ne? Und dann gibt es hier keine große Raumstation. Ich bin gerade geblendet von der Sonne im Spiel. Ist das da ein Planet? Oder ist da der Planet? Man weiß es nicht. Schneller mal drauf zu fliegen. Nein, 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 nein. Er macht's schon wieder. Irgendwie habe ich das Gefühl, die Python wird vom Planeten so richtig angezogen. Boah, voll dran vorbei. Fliegen wir erstmal ein bisschen raus. Bremsen, drehen uns. Einmal rum. Oh, es ist wenigstens am Tag. Und es ist ein weißer Planet. Ich liebe weiße Planeten. So. Ich finde mittlerweile kann man das so gut mit Tastatur und Maus spielen. Ich bin voll auf der Bremse, ne? Tut mir leid, ich weiß nicht, was das schon wieder ist. Hat der denn eine hohe Anziehungskraft? Ich glaube nicht, ne? 0,11G, also das kann es ja nicht sein. Keine Ahnung, was das immer ist. Ob das da irgendwie hängt oder so. Ja, das dauert ja nur noch 3 Minuten, bis wir unten sind. Was müssen wir denn da machen? Das ist das, oder? Nicht? Da waren wir ja. Wie sie Agrikultur. Da ist es. Sammeln Sie in der Siedlung Inside Entertainment Bibliothek. Wo soll die sein? Ja, darauf rauche ich erstmal ein bisschen Dampf. Das sieht auch interessant aus, ne? 2 Minuten. Jetzt schon alles durchgeguckt, ne? Ja. Ist auch Krieg überall.
bedeutet denn gelb? Und das ist Anarchie. Das heißt, wir könnten sogar vielleicht meine E-Bücher, die ich mir schon immer kaufen wollte, die ganze Zeit, könnten mal gucken, ob wir die hier finden. Die hier zufällig zu kaufen gibt. Denn natürlich Premium. Wenn man so langsam darauf zufliegt, dann wird einem erstmal bewusst, wie riesig diese Planeten einfach sind. Eigentlich Wahnsinn, was die mit diesem Spiel geschaffen haben. Also ich bin da immer noch total überwältigt von. Heute habe ich gelesen, No Man's Sky bekommt auch ein Update. Mal wieder. Es ist erstaunlich, wie lange die da kostenlos an diesem Spiel werkeln. Das ist schon sehr selten, würde ich sagen. Vielleicht gucke ich da auch mal rein. Vielleicht nehme ich das dann sogar auf. Mal schauen. Aber wie ich schon in irgendeiner anderen Folge vorher erwähnt habe, mich hat dieses Baukonzept da nie überzeugt. Ne? Dieses Bau deine eigene Basis und mach und tu und passt da irgendwie nicht rein, finde ich. Ah, okay. Hoffen wir, das ruckelt jetzt hier nicht. Falls es ruckelt, einfach weiter gucken. Ich habe gerade so ein kleines Fenster. Dabei habe ich die Einstellung schon umgestellt. Oh. Können wir bremsen und eine Landeerlaubnis anfordern? Ah. Die sagen Hallo, willkommen, Freund. Lass dich nieder. Oh, das ist auch geil. Guck mal, das ist ein anderer Planet. Einfach so. Jetzt gleich mal von draußen gucken. Sau interessant, ne? Wie das hier aufgebaut ist. Da hinten. Einmal aussteigen, bitte. Reißverschluss zumachen, anziehen. Ausgehen. Und ja. Also, da ist die Meldung mit dem Schlüsselcode. Wo muss ich hin? Ein Terminal wäre cool. Ich denke mal da. Das sieht so nach der Siedlung aus. Wie gesagt, hier fände ich es noch cool, wenn hier so Buggys rumfahren würden. Oder so Arbeitsmaschinen. So. Wie Raupen oder so schwere Geräte halt. Ist das eine Matratze? Terminal, da haben wir eins, aber das ist bestimmt drinnen. So wieder. So langsam werden meine Augen noch. Aber der Planet. So. Hallo. Sicherheitscontainer. Die sind auch hier drin bestimmt. Ah ne. Sehr nice. Einrichtung, dann schauen wir mal. Das ist nicht. Der ist auch nicht. Hier auch nicht. Habitat. Ich hätte da reingucken müssen, okay. Kann natürlich sein, dass der in dem Habitat ist. Liegt zumindest ja so, ne? War was? Entertainment. Irgendwas. Okay. Dann ist es außen wahrscheinlich.
Thank you, Computer. Wie gut, dass da in der Zukunft alles so haargenau aufgedröselt ist, dass man weiß, wo jeder Container steht und da ganz hinten. Da habe ich noch gesagt, da nicht, ne? Rausgestiegen bin. Und jetzt ist es doch da ganz hinten. Geil. War nur geil. Was ist da? Oh, hier ist Wind. Hört sich zumindest so an, als wäre hier Wind. Boah, wieso ist das denn da hinten? Nee. Hätte ich ja mit dem Buggy reisen können. Guck mal, jetzt bin ich viel gerannt. Sieht man unten am Helm so Kondensstreifen, ne? Da wo so ungefähr der Mund wäre. Oder Kondenswasser. Das ist auch cool, dass man daran gedacht hat. Und je mehr ich renne und halt lauter atme, desto mehr Tropfen kommen da hinten. Ne? Ah, jetzt kommen die auch an der Seite. Wird ganz schön warm hier im Anzug. Ja, das ist alles nur für einen Container. Ja, der ist natürlich. Wieder ohne Helm draußen. So, keine Sorge. Junge Frau, wir sind von der Bundeswehr. Sesam, öffne dich. Entertainment Bibliothek. Netflix auf dem USB-Stick wahrscheinlich. Vielleicht kommt wieder. Commander, bleiben Sie mal stehen. Höchster, ich bleib mich stehen. Wenn wir jetzt noch die Taschen vollstecken, ne? Boah, das sieht echt geil aus. Also so ein blauer Planet neben der Erde. Der hätte auch was, oder? Irgendwo du wachst morgens auf und dann siehst du das so. Was für ein Ausblick, ne? Was hier so ein bisschen fehlt, ist, da steht zwar immer, dass die Planeten, ich weiß jetzt nicht, ob der hier auch eine hat, aber dass die eine Atmosphäre haben. Das fehlt halt, ne? Man kann halt immer so in den Himmel gucken. Ich glaube, wenn ein Planet eine Atmosphäre hat, dann würde der Himmel da blau erscheinen. Das bei uns auf der Erde auch ist. Und das liegt an der Zusammensetzung der Atmosphäre. Das kann natürlich auch sein. Da bin ich zu wenig Astrophysiker oder was man dafür sein muss. Das ist halt immer, auch wenn man hier auf der Tagseite ist, man guckt hoch und es ist halt schwarz, ne? Also wie kann das vom Rumstehen kaputt gehen? Abnutzungserscheinungen. Wir haben doch eins noch nicht. Mach. Schließen den Auftrag am Terminal ab, schließen den Auftrag am Terminal ab. Wieso im System Marana? Jo. Ah, nee. Bevor wir das jetzt machen. Nee, nee. Moment. Moment. Ja, erst noch was anderes vor. Hätte ich fast vergessen. UGP. Interessante Orte. Städte. Groß. Nein. Ich könnte jetzt Döner essen, ne? Das ist groß. Da wollen wir hin. Bevor wir dann uns dem letzten Auftrag widmen, den wir eben angenommen haben. Oder ich angenommen habe. Wie man es sehen will. So, einmal beschleunigen.
K drücken. Aus der Atmosphäre rausgesprungen. So, ein bisschen weg vom Planeten hier. Ist schon gerade hoch. Was ist denn da? Das ist vor dem Roten, das Rote. Das sieht auch cool aus, ne? Das Gefühl, der hält uns ganz schön fest hier. Ich muss mal gerade einen Schluck trinken. Oh, jetzt. Jetzt geben wir Gas in diese Richtung. Ich dachte gerade, wir werden wieder langsamer, aber ich sehe, wir beschleunigen. Das ist schon mal nicht schlecht. Gibt es eine Möglichkeit, diese Außenbeleuchtung, dass sie immer an ist? Also, wenn ich das Spiel neu starte oder abgestürzt bin oder so, dann ist die immer auf aus. Ich hätte gern, dass sie immer an ist, wenn ich reinkomme. Die Breach. Jetzt wollte ich mal gucken, Imperium. Naja, das ist ein V, ne? Rang keiner. Ihr seid der schlechteste Kommandant, von dem ich je gehört habe. Aber ihr habt von mir gehört. Haut's aus. Ey, Kado, das klingt schon so. Hier herrscht ja Anarchie in dem System. So ein bisschen Narco-Style, ne? Ne, da habe ich schon drauf geantwortet. Ja, ich antworte auf die Kommentare dann nicht morgen. Morgen früh. Finde ich gut, dass du die anscheinend jede Folge reinziehst. Wenigstens ein treuer Fan. Der erste. Und finde ich gut, wenn du sagst, dass es dir gefällt. Schnitzel. Warte, das war doch Schnitzel, ne? Ja, Schnitzel mit Doppel-Z. Genau. Das mit dem Zusammenzocken, das hat ja leider diese Woche nicht funktioniert, weil ich einfach irgendwie da nicht zukam. Wir müssen mal gucken, ob wir irgendwie Discord austauschen oder so. Damit man mal sieht, was ich verabreden kann. Ich wollte sowieso noch für meinen Kanal einen Discord erstellen. Dann können wir das vielleicht auch darüber machen oder so. Weil, weiß ich, in-game kann ich ja schreiben, wenn du offline bist. Ich glaube, das ging irgendwie. Aber dafür würde ich jetzt nicht meine Hand ins Feuer legen, dass das geht. So, mal gucken, ob der jetzt wieder so abkackt, wenn ich auf den Planeten zufliege. Also immer, wenn man auf den Planeten zufliegt, war jetzt immer, dass der Encoder abkackt. Werd langsamer. Ich will da nicht schon wieder drüber rauschen. Wollte da einfach mal scannen. Oberfläche zu 50% gescannt. Ja. Gucken, welcher von beiden da. In der richtigen Stelle reinhaut.
Ich glaube, der ist ganz gut gesetzt. Oberflächenscan abgeschlossen. Da kann man auch schon mal so Verstecke oder so einfach so finden. Wenn jetzt hier mal guckt bei Navigation und dann so nach oben. Ein kleines Wrack. Irreguläre Markierung. Oder erstmal gucken. Was das ist. Das könnte so ein Schmugglernest sein. Oder auch sonst, keine Ahnung. Also bisher waren das immer so Schmugglerverstecke. Noch hält der Encoder stand. 2 Millionen Meter. Ja. Orbitalflug aktiviert. Ist ganz gut, glaube ich. Nur nicht zu schnell. So, damit ihr auch was seht. Oder du? Hab ich doch eingeschaltet, oder? Noch ist er stabil. Würde ich es gerne anvisieren oder scannen können oder so. Sehe ich das? Warum ist das jetzt blau? War sonst immer grün. Da liegt das rein, weil der Planet weiß ist. Gucken, ob ich jetzt wieder beschossen werde. Fallen Schilde unter Systeme oder fallen die unter Waffen? Ist es? Ich kann es nicht erkennen. Irgendwelche Flaschen? Können wir das jetzt angucken? Muss ja eigentlich wertvoll sein, wenn das da. Wenn das da so bewacht wird. Fahrwerk ausgefahren. Und mit dem Buggy, was habe ich denn eben für eine Taste gedrückt? Dann muss ich mal gucken. Ich glaube, damit kann ich ja in die Kanone wechseln. Kann man den eigentlich auch umrüsten? Ich habe irgendeinen Buggy mal gesehen, der konnte Raketen schießen. In irgendeinem Video war das. Oder ist das dieser neue Militär-Buggy, den es da gibt? Versuchen sie einfach mal. Ich sehe mich schon wieder platzen. Das passiert mir allerdings immer. Müsste ja in diese Richtung sein. Glaube ich. Da wahrscheinlich. Warte, war das jetzt U? Ja, es war U. Und dann aber nicht im Scan-Modus, sondern im Feuermodus.
Aber wie kann ich die denn anvisieren? Warte mal. Gerade gucken. Nix, ach, Grafik. Steuerung. Buggy. Verschiedene. Das haben wir. Schifffracht abwerfen. Wechselfahrzeugmodus. Habe ich schon vergessen, nach was ich suche, weil nicht Kopfbewegung. Ja, zielen beim Fahren. Vorausliegendes Ziel auswählen. Aus 2. Okay. Ah, okay. Das ist ja einfach. Was ist das? Da ist die Drohne. Ich kann das so schlecht erkennen wegen dem weißen Untergrund. Die vielleicht zu weit weg. Stinger heißt das Teil so. Sauber, wo sehe ich mein Schild? Ach da, okay. Da ist noch eine. Was? Stimmt doch gar nicht. Aber was ist das jetzt? Das soll die aufmachen oder so? Nee, den Schneider aussteigen. Gibt's da irgendwas zum Aufschneiden? Was ist das? Ich war, du, geh weg. Ah. Aber was haben die denn hier bewacht? Nur diese Kisten? Aber da ist doch nichts drin. Aber kann man die einsammeln? Und die aufmachen? Ich hab's da gerade einen Querschläger. Okay. Dann kann man die auch nicht. Was zum Schneiden vielleicht? Kann man das mitnehmen? Nee. Weil. Was ist das denn für ein Scheiß? Warum wird das denn so gut bewacht, wenn die... Warte, kann man das einsammeln? Frachtgreifer ausgefahren. Nö, das... Hat sich ja echt. Aber was ist das denn für ein Quatsch? Junge, ist das hier so vereist oder was? Er fährt sich so komisch, ich weiß nicht. Das Gefühl, dass der immer versucht, diese eingestellte Geschwindigkeit zu halten, und wenn er dann zu langsam ist, dann gibt er halt so lange Stoff, bis der halt diese Geschwindigkeit hat.
Hoffentlich können wir mit dem Kopfgeld nur landen, aber eigentlich müsste das ja gehen, weil hier herrscht ja Anarchie. Das heißt, es soll ja eigentlich kein Jucken. Ist das jetzt vorne? Ja. Gut. Richtung. Das wird ja jetzt spaßig. Gibt nur so ganz minimal Gas. War doch gerade noch am Fahren, ne? Während der Fahrt eingestiegen. Ja. Habe ich den Schreibtisch aber gerade voll mit Krempel. So. Blablabla. Dann. Okay. Kleiner Exkurs. Interessante Orte. Ja, ich wollte wieder über Escape rausgehen. Ja, 1000 Credits umsonst Kopfgeld kassiert. Dann einmal bitte in den Super Cruise. Boom. Da haben wir gesehen, das liegt auf der anderen Seite im Hellen, Gott sei Dank. Weil ich das ja auch cool finde, bei Nacht zu landen so, aber ich glaube für YouTube ist das cooler, wenn es hell ist. Ist denn im Raumschiff auch zweite Maus? Nee, zweite Maus, du hast es nicht anvisieren. Aber das ist ja lustig. Also die Kampferfahrung mit dem Buggy war schon. War mal was Neues jetzt. War nicht schlecht. Wollen wir nicht zu weit wegfliegen? Und ich finde es immer noch super, hier so rumzukruisen und rumzufliegen. Das hätte es mal in meiner Jugend geben sollen. Also so in der Optik, ne, dass das so gut aussieht. Elite gibt es ja schon, das war dann noch vor meiner Zeit. Aber wenn man sich das heute auf YouTube mal anguckt, da kann man sich gar nicht vorstellen, dass das mal so wegweisend gewesen sein soll. Ja, 45. 40. 39. Ja. Annähernd. 45. Es wird aber mal flacher, obwohl ich den Winkel gar nicht verändere. Ich bin jetzt schon näher als sonst. Gleiten ist immer mit das Beste. Boah, da hatte ich aber gerade kurz. Hat er uns? Ah. Please head directly for Bay 05. You are approved for
Danke und ich freue mich. Aber... Das sah jetzt gar nicht aus wie so eine große Hightech-Stadt. Oder doch? Ja, ist ein bisschen größer, ne? Dieses Gebäude hier, da ist auch Gesicht drauf. Ob das der Typ ist, der das sagen hier auf der Station hat? Muss man zwar merken, sieht aus ein bisschen aus wie so ein Vampir. So, dann tankt mich mal bitte auf und ich würde gerne aussteigen. Das sind immer alle so freundlich, ne? Wird man auch mal irgendwo landen und die sagen, bah, nee, verpiss dich. Arschloch. Man könnte sich ja auch mal so ein Drogenschmuggelschiff bauen, ne? Ich glaube, weil Drogen gibt es, glaube ich, auch hier. Und da muss er, glaube ich, in ganz bestimmten Verfahren in die Station reinpreschen, damit man vorher nicht gescannt wird. In so einem Cold in Dark Modus. Quasi. Die Schiffe irgendwie nicht so schnell orten und dann lupt das wohl. Sollen wir aufkommen? Guck mal, wenn man sein Tablet vergisst. Aufwärts, bitte. Oder abwärts? Man weiß es nicht. Nee, wahrscheinlich aufwärts. Hallo. So, du sitzt auch wieder sehr komisch, ja. Ach, boah, bald wird es Zeit fürs Bettchen. Ja. Können wir das auch hier abgeben, an einem Terminal? Irgendeinen? Kann man das? Nein. Okay. Hätte ja sein können. Kopfgeld. Also, das ist das, was ich... Ja, irgendwie habe ich hier kein Kopfgeld. Was wollte ich noch gucken? Ah, guck mal, hier kann ich alle loswerden. Perfekt. 37.500 Credits waren das da schon. Was? Interstellar Factus Contact. Man sich mal merken. Was guckst du hier so? Oh, da fliegen Drohnen rum. Sehr cool. Oh, der sieht ja fast aus wie ich. Das ist nicht der draußen auf dem Foto. Nee. Ist denn irgendwo runter? Genau, ich wollte hier nach den E-Bütchen gucken. Pioneers. Warum haben die hier eigentlich so viele Terminals? So Lückenfüller? Waffen-Upgrades. Ja, ich habe das beste Angebot im System. Gute Idee. Für jeden Job. Oh, das glaube ich nicht. Dominator. Dominator ist doch das Kampfteil, ne? Ja. Aber der ist sogar noch. 11 Millionen kostet der. Was ist denn verbessertes Tracking? Ob es das wert ist? Oh, Waffen auch 7. Manticore Execute. Das sieht aus wie ein Scharfschützengewehr, oder? 0,8 Schuss die Sekunde. Oh komm, die hab ich schon nicht. Die kaufe ich mal. Hab ich vorher noch nicht gesehen. Mit der Reichweite vom Executioner können Sie Ihr Ziel ausschalten, bevor Sie... Sicher. Nein. Kann ich Ihnen sonst noch helfen? Bevorraten ist immer eine gute Idee. Was? Wenn Omnipol nachfragt, von mir haben Sie das Ding nicht. Okay.
Bis zum nächsten Mal. Aber man sieht, der Tipp war Gold wert. Hier gibt es im Anarchie-System. Sowas finde ich immer geil, ne? So wie so Fenster, wo man mal so rausgucken kann. Wäre super, wenn jetzt der Hafen noch da so wäre, dass man vielleicht ankommende oder abgehende Raumschiffe sehen würde. So, das haben wir. Dann noch nach dem Energieverteiler gucken. Es geht aber ja nur im Raumschiff. Da hat sich das kurze Anhalten hier gelohnt. Eine Waffe, die ich noch nicht hatte, und die E-Bridges. Man weiß jetzt, wo man sie bekommt. Anarchie-System. Läuft also. Finde ich ganz praktisch. Je nachdem, was man macht oder wo man ist, kann man da auch mal was aufmachen, wo man vielleicht nicht so rein kann. Frage ist, ob der Wert, der da drin ist, immer das sich relativiert. Ne? Einer kostet 25.000. Wir haben, glaube ich, schon Glück haben, dass man eine Kiste findet. Och, Entschuldigung. Wo dieser Wert dann halt drin ist. Ne? Lokale Dienste, sowas, genau. Hör auf zu gucken. Statten. Zeitung Energieverteiler. Cool ersetzen. 7, ah, guck mal. 9 Millionen. Du sagst, das wäre der richtige. Wir versuchen es mal. Habe ich das eine Teil jetzt eingelagert? Tja. Verkaufen. Wenn ich es einlagere, was ist das? Frameshift. Ofen. Kraftwerke. Ofen. So, das ist aber, was haben die denn hier für Frameshift? Nix. Haben die keine? Oder war das wieder eingelagerte Sachen? Nummer. Frameshift-Antrieb. Ja, haben die gar nicht. Haben die Schubdüsen? Schubdüsen. Cool überschreitet. Maximale Masse. Ah. Okay. Treibstoff. Was habe ich denn hier unten eingebaut? Treibstoffsammler. Ja gut, aber der empfohlene Energieverteiler war auf jeden Fall dabei. Jetzt müssen wir gucken, letzter Auftrag, führt uns das hin? Erstmal dahin. Verstanden habe, geht das jetzt mit der Energie ein bisschen schneller. Ja, auf jeden Fall das Aufladen des Boosts geht definitiv schneller. Schiffs. Ich wollte gerade sagen, ist doch darauf ausgerichtet. Ruckelt das bei euch auch, wenn er in den Sprung reagiert, dass er so ein kurzer Aussetzer ist? Oh, runter vom Gas. Was mit Gas? Also, noch gar nicht da.
Du überhitzt jetzt aber schneller, oder? Guck mal, wird muckelig warm. Jetzt dieser Moment, Moment. Ja, jetzt ging's nahtlos. Manchmal so, manchmal so. Oh, dann gibt's heute eine extra lange Folge. Ja, ja. Weil das machen wir jetzt noch zu Ende. Gucken, wenn das jetzt nicht 12.000 Lichtsekunden sind. 1.500, ich glaube, das geht zackig. So. War ich hier schon mal? Glaube ich, das wo er kam, oder? Ganz am Anfang. Zwei. Geologisch, hier wären zwei. Da wären auch zwei. 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 Das System aber so bekannt. Menschlich. Geologisch drei. Kann man sich ja mal merken, wie vier auf dem, wo wir hinfliegen. Sehr cool. Das klingt ja schon fast verlockend. Aber das machen wir dann auf jeden Fall nächste Folge. Dann aber scannen tun wir den dann jetzt schon. Nächste Folge können wir mal gucken, ob wir, welche biologischen Sachen wir da finden. Wobei, ich muss ja hier nur was abholen und das wegbringen, ne? Ah, es ist schon so spät. Ich würde eigentlich schlafen. Ich weiß nicht, ich weiß nicht. Ja komm, das mache ich heute nicht mehr, sonst bin ich morgen, ist der ganze Tag im Arsch und habe morgen wieder einiges zu tun. Schließen das jetzt ab, vielleicht erinnere ich mich dran, welches System es war und man hält nochmal kurz hier an. Per Anhalter durch die Galaxis und dann könnt ihr mal scannen, schon mal, ist das schon mal erledigt. Ja, er macht es schon wieder. Keine Ahnung. Jetzt wird er mich ransaugen oder so im letzten Moment. Ich bin ja schon, bevor der gesaugt hat, bin ich ja schon von der Bremse. Auf jeden Fall wieder ein schöner weißer Planet. Ist gar. Aha. Es scheint aber alles überall zu sein. Weil auch Bakterium steht, ne? Bakterium ist ja nicht so cool. Ich finde, die sind immer verdammt schwer zu finden. Aber hier sieht man jetzt die Atmosphäre. Das ist ja nicht mehr so, dass wenn die Geschwindigkeitsanzeige da auf blau steht, dass das gut ist. Also die richtige Geschwindigkeit. Umstintaktheit gefährdet.
Boah, der ist aber hügelig hier. Meine Fresse. Jetzt mal gucken, ob dann hier der Himmel jetzt blau ist und ich mit meiner Aussage falsch liege. Weil jetzt schimmert es ja so ein bisschen blau, ne? Jetzt zumindest hier gerade noch. Boah. War wieder ein super Anblick. An dich zumindest für mich. Ich will immer so Screenshots von machen und sowas. Willi wem? Willi Heigen? Wir sind genau in so einem Loch drin, ne? Wo ist das denn? Guck mal, es schimmert blau. Noch. Andocken erfolgreich. Antriebe deaktiviert. Gehen wir mal den Willi besuchen. Und? Ja, doch so leicht blau, ne? Ja, doch. Okay, dann lag ich wohl mit meiner Aussage am Anfang des Videos falsch. Dann hat es wohl auch was mit der Zusammensetzung der Atmosphäre zu tun. Oder der Planet eben hatte gar keine. Habe ich ja natürlich nicht nachgeguckt. Weil ich so ein cooler Typ bin. Cabrera Engineering Hub. Ich habe keine Minute. Sie können weiter. Was macht die Drohne denn da? Hey. Ja, noch was? Quatsch mich nicht so blöd von der Seite an. Alles klar. Danke für Ihr das ist ja Elton. Hey Elton. Keine Einmischung in die Geschäfte von Omnipol. Wer ist Omnipol? Du bist das, ne? Ja. Ah ja, danke. Dann will ich Sie nicht weiter aufhalten. Hauptsache man spielt hier so Kurier mit einem Paket, was man anscheinend so einfach in der Hand hält oder zack tragen kann oder so und kommt da mit so einem riesen Trümmer angeflogen. Da ist Weihnachtszeit, ich hab ein bisschen mehr Pakete aus. Großer Frachtraum, viele Pakete, Weihnachtsmann und so, kennst du, ne? Ja, das sieht aber mega aus. Und da ist Planet. War da hinten nicht auch noch irgendwo einer? Einmal einsteigen, bitte. Zurückbleiben, bitte. Jo, Mana. Katashakapakataba. Und einmal nach Hause, bitte. Ich glaube, wir beschleunigen jetzt auch schneller. Wobei der Boost nicht mehr so krass ist. G. Hat auch was. So beim Start habe ich noch nicht rausgeguckt. Da war wieder dieser kleine Ruckler. Und stopp. Das ist jetzt wieder diese Erdstation, ne? Genau.
Genau. Wohin genau? Brauchst du nicht. Das ist zum Glück auch nicht so weit weg. Da sind wir ratzifatzi. Mal gucken, ob ich mich dann für die nächste Folge noch an das System erinnere. Auf jeden Fall was mit M. Oh nö. Ist jetzt ein Pirat? Tja, hat nicht geklappt, ne? Hat der denn irgendwas gesagt? Also kündigen die sich ja an. Es gibt kein Entkommen. Radat. War es jetzt ein NPC? Wahrscheinlich, ne? Weil der Name so NPC-untypisch aussah. Radat. Das System habe ich schon gescannt, als ich hier ankam. Wollen wir sie nicht nochmal machen? Na, wird glaube ich wieder eine Nachtlandung. Jetzt freue ich mich aufs Bett, also meine Augen, die werden echt schwer und müde und träge und brennen und habt ihr das denn auch? Also ich bin die letzten zwei Wochen, ich bin nur noch müde. Ich kann so viel schlafen, wie ich will. Irgendwie, ja, also ab mittags ist es vorbei. Passiert dann nicht mehr viel bei mir. Ich muss so ins Bett legen und schlafen. So, dann kommen wir auch ganz gut rein. So langsam habe ich den Dreh raus. Ja, jetzt ist auch gut, dass ich jetzt aufhöre, weil wahrscheinlich wäre das sonst beim nächsten Anflug wieder katastrophal mit 53 Kilometer Entfernung oder so geendet. Und das ist so cool, wie die Kiste klappert. Boah, das sieht immer aus, als würde man einfach so in diese Station reinkrachen. Ja, immersiv einfach super. Auch diese Funksprüche. Kann man sich ganz mal im Dunkeln angucken. Sieht auch nett aus, ne? Jo, Sternhafendienste. So, Ruf hätte ich gerne. Was ist? Wieso? Einfluss, Kampfleistung? Was ist denn Einfluss? Schauen wir mal. Schon wieder, ne? Ich hatte doch, da habe ich da nicht auf Imperium gedrückt, habe ich da wieder gepennt. Ist ja nicht schlimm.
Bei unabhängig. Das war ja mal ein Griff ins Klo. Ist doch hier Imperium, ne? Nicht Imperium, ne? Unabhängig, unabhängig. Föderation, Föderation, Föderation. Allianz ist gar nicht hier. Und die gehört zu den Unabhängigen, alles klar. Ja, hm. Irgendwelche Daten hier verkaufen? Wollt da nix. Wollt da nix. Okay. Ja gut, dann sage ich hier auf jeden Fall auf Wiedersehen. Ich danke euch fürs Zuschauen oder dir und ich wünsche dir noch einen schönen Tag. Mach was draus und schaut beim nächsten Mal wieder rein und für einen Daumen, über einen Daumen, da würde ich mich echt freuen. Also macht's gut.